Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. Ihr wollt mit eurem iPad oder mit eurem iPhone ein Dokument ausdrucken, vielleicht auch ein Bild? Ich zeige euch, wie das funktioniert, wie ihr euer iPhone bzw. iPad mit dem Drucker verbinden könnt und drucken könnt. Die Voraussetzung, damit das geht, das Gerät, das iPhone, iPad, muss im selben WLAN eingewählt sein wie der Drucker. Wie ihr einen solchen Drucker im WLAN einwählen könnt, das zeige ich euch einmal in der hier verlinkten Anleitung. Das könnt ihr euch gerne im Anschluss ansehen. Jetzt zeige ich euch, wie ihr mit dem iPad drucken könnt. So, im ersten Schritt öffne ich jetzt ein Dokument, das habe ich heruntergeladen, ist in meinen Downloads drin. Jetzt gehe ich hier oben auf dieses Symbol und dann sehe ich ja auch schon, was ich alles machen kann. Hier steht unter anderem auch Drucken. Da gehe ich jetzt drauf. Jetzt, ja, ist hier kein Drucker ausgewählt. Das muss ich natürlich noch ändern. Ich gehe hier auf Drucker auswählen und hier findet er jetzt sämtliche Drucker, die eben hier im Netzwerk hinterlegt sind. So auch mein Drucker hier. Da gehe ich jetzt drauf und ja, das ist im Prinzip alles, was er machen muss. Jetzt müsst ihr hier nur noch auf Drucken drücken. Und man hört schon, das Gerät springt an und wird jetzt das Dokument ausdrucken. Ich hoffe, diese Anleitung war hilfreich. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Bis dann, euer MacPaverick.